Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit dem lieben Revona96 hier direkt im Hintergrund und mir, dem Ducky LP, der sich extra vor der Folge nochmal einen Zeitumkehrer gecraftet hat. Ja, weil er ab jetzt nicht mehr Slash Ahoy einsetzen wird. Zumindest nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Nein, ich werde es nicht mehr einsetzen, Leute. Außer mein Gehirn macht mir wieder einen Strick durch die Rechnung. Nee, einen Strich durch die Rechnung. Und, ja, ich vergesse das wieder. Aber, ja, ich gebe mein Bestes, Leute. Heute wird eine sehr besondere Folge stattfinden und eine äußerst komplizierte obendrein, denn wir befinden uns hier nicht umsonst direkt beim Berg der Eulerei. Wir werden heute, also Revona und ich, heute mit dieser Treppe, die nach oben führt, anfangen und der Revona selber, der wird auch schon mit der Eulerei anfangen. Das ist eine äußerst schwierige Aufgabe. Wir haben vorher auch schon einiges überlegt, wie wir das genau angehen. Allerdings nur mündlich, beziehungsweise schriftlich über den Minecraft-Chat. Und ja, es könnte sich als äußerst schwierig erweisen. Deswegen sage ich am Anfang der Folge schon mal direkt, Leute, habt bitte nicht allzu viele Erwartungen. Es wird wahrscheinlich so sein, dass wir noch ein oder zweimal failen werden. Und auch, dass gleich meine erste Version der Treppe, die ich gleich bauen werde, nicht perfekt sein wird. Aber ich glaube, das seid ihr eh gewohnt, dass bei mir nicht immer alles auf Anhieb funktioniert. Und ja, nur dass ihr da wirklich schon mal Bescheid wisst, weil das ist halt echt tricky. Aber wir werden natürlich unser Bestes geben, nicht wahr, Revona? Ja, sag ich doch. So, deswegen schreibe ich schon mal dem lieben Revona /bcgo, damit er weiß, dass es losgeht. Und ja, dann werden wir mal hier etwas Gutes umsetzen. Hoffentlich zumindest. Die erste Aufgabe besteht darin, dass ich, glaube ich, erstmal mit Sand die Treppe selber vorziehe. Weil, ja, ihr euch dann auch selber besser ein Bild machen könnt, wie das Ganze genau gebaut werden soll. Ich habe ein Bild am Start von Harry Potter Wiki. Und ja, das ist an sich ein sehr, sehr schönes Bild, weil es einigermaßen, oder ja gut, einigermaßen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also es gibt kaum ein Bild von der Eulerei, was irgendwie annähernd plausibel aufzeigt, wie das Ganze gebaut werden soll. Also zumindest die Treppe und so. Aber man kann es mit ganz viel Fantasie und mit Augen zukneifen, kann man es ableiten. Und Leute, da gehört echt viel Augen zu kneifen dazu. Aber ja, ich werde das einfach mal so vorzeichnen, wie ich das sehe. Und werde euch auch gleich erklären, was die ganze Sandmenge jetzt hier zu bedeuten hat. Falls ihr das gerade jetzt nicht so richtig, ja, verstehen könnt, was das hier soll. Aber es hat einen Hintergrund, Leute. Es hat einen Hintergrund. Aber ich gucke mir das gerade nochmal vom Weiten an. Und ja, das ist schon mal nicht schlecht. Also die Treppe wird hier unten anfangen. Hier werden die Hogwarts-Schüler also über die Landfläche laufen. Hier wird nachher auch noch so ein bisschen Berg aufgeschüttet, müssen wir nochmal schauen. Und dann beginnt die Treppe hier, führt hier an der Seite entlang, in diese Richtung hier. Und ungefähr in der Mitte des Berges, also ungefähr, ja, hier so, beginnt die Treppe einen Knick zu machen und geht dann nach oben in diese Richtung. Warum habe ich eigentlich Sand genommen? Scheiß Physik in Minecraft, ey. Ja, egal, wir kriegen das schon irgendwie hin, Leute. Toi, toi, toi. Also, dann geht die Treppe hier so hoch, la, 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 so da noch ein bisschen. Und das mache ich übrigens jetzt auch nur, weil mir immer wieder in die Kommentare geschrieben wurde, dass ich solche Vorbauarbeiten, ja, mit euch zusammen machen soll und nicht ganz komplett für mich alleine im Voraus. Und ja, deswegen mache ich das jetzt einmal mit euch zusammen. Und ja, so ungefähr sieht es dann aus. Allerdings würde ich vielleicht doch eher noch ein bisschen weiter in diese Richtung hier gehen. Setze ich nur einmal da einen hin, da kann man sich das besser vorstellen. Und der Knick wird auch ein bisschen breiter sein. Also es ist wirklich nur eine Gedankenstütze, aber natürlich noch nichts Weltbewegendes. So, aber das soll natürlich auch nicht zu viel Zeit schlucken, sondern wir wollen ja natürlich hier auch etwas leisten. Und das tun wir jetzt auch, Leute. Das heißt, ich beginne jetzt erstmal, glaube ich, mit einer Dreiertreppe. Weil ich glaube, eine Dreiertreppe wäre für diese Sache doch deutlich am besten und effizientesten. Jetzt frage ich mich gerade nur, wie oder soll ich die Steine ersetzen, wenn sie im Weg stehen, oder soll ich sie versuchen zu integrieren? Ja, Leute, das ist mal wieder eine äußerst schwierige Frage. Und eine andere schwierige Frage, ich kann ja nicht nur Treppenstufen setzen, weil ich sonst viel schneller da oben bin, also von der Höhe selber, als, ja, als der Winkel korrekt ist. Wisst ihr, wie ich meine? Also dann wäre ich ja, wenn ich jetzt nur Treppen setze, wäre ich ja quasi in der Höhe schon hier. Aber der Winkel würde dann nur bis hier... Ich glaube, man kann das gar nicht nach... Ihr werdet es gleich sehen, Leute. Im Erklären war ich leider noch nie so die große Leuchte und in vielen anderen Dingen im Leben leider auch nicht, aber egal. So, ja, dann würde ich sagen... oder wir machen es so... Wir machen immer 1, 2, 1, 2. Wisst ihr, wie ich meine? Ich werde diesen Satz wahrscheinlich im Laufe der Folge noch ein, zweimal sagen, Leute. Aber ich bitte, das zu verzeihen.
Ja, ihr werdet jetzt sehen, was ich meine. Und zwar werden wir jetzt hier nämlich das Ganze so aufbauen, dass wir immer eine Treppenstufe, dann einen normalen Brick und dann wieder eine Treppenstufe setzen. Damit erreichen wir, dass die Treppe nicht so schnell an Winkel und an Höhe gewinnt. Wenn das gerade das aussagt, was ich sagen wollte. Ja, genau. Und eventuell ist das eine gute Sache, eine gute Idee, die ich hier gerade hatte. Vielleicht auch nicht, das weiß man nicht. Aber wenn, dann freue ich mich. So, jetzt aber, bevor ich weiterhin Blödsinn laber, Leute, ihr kennt das, habe ich natürlich wieder ein Thema am Start, was ich euch auf gar keinen Fall verheimlichen will. Wo ich allerdings doch dezent bezweifle, ob ich das jetzt alles gut in einer Folge thematisiert bekomme. Aber naja, Leute, ich krieg das schon irgendwie hin. Oder so. Ja, das heutige Thema kommt von Liv Ravenclaw und sie hat geschrieben, Thema für LBH. Eigentlich ein LBA-Thema, aber ich fand es so interessant, dass ich es jetzt doch in LBH genommen habe. Und wegen dem Punkt, weil ich ja vorhatte, dass wir in LBA in Zukunft keine Themen mehr dran nehmen, sondern daraus diese alten Retro-Folgen machen. Und ja, genau, ich hoffe, die Ausrede gilt bei euch. Jedenfalls hat Liv geschrieben, Thema für LBH, könnte Dumbledore wirklich aus Azkaban ausbrechen, wenn er im 5. Teil dort gelandet wäre? Ja, eine gute Frage, liebe Liv. Also, danke schon mal dafür. Also, ja, ich versuche das Ganze jetzt mal so ein bisschen nach meinem Ermessen zu beantworten. In der Hoffnung, dass da auch was Gutes bei rumkommt, was ich jetzt an der Stelle leider noch nicht so genau weiß. Aber ich werde mein Bestes geben, Leute. So, aber ich glaube, ich hole mir nochmal eben kurz, bevor ich jetzt mit dem Thema wirklich anfange, ein paar Clearstones, weil ich glaube, dass ich den Berg noch ein bisschen künstlich aufschütten muss. So, dann nehmen wir uns die mal. Und noch eine andere Info, die ich am besten auch nochmal direkt am Anfang mitgebe. Der Berg unten ist selber gar nicht aus Stein. Da haben wir ein bisschen zu voreilig gebaut. Eigentlich ist der Berg unten nämlich aus, ja, Erde und Kies und ja, ein bisschen natürlicher. Erst nach oben hin wird er komplett aus Stein. Und das werden wir später auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen überarbeiten. Aber es ist, glaube ich, also zumindest sagt mir das mein Spatzenhirn, glaube ich, etwas sinnvoller, wenn wir erst die Treppe jetzt setzen und danach den Berg weiterbauen bzw. anpassen. Weil die Treppe selber, die hat gewisse Vorgaben. Der Berg hat gar keine. Weil er halt natürlich ist und, ja, natürliche Dinge haben nie Vorgaben. Das ist halt die Natur, Leute. Sie ist, perfekt unperfekt. Genau, ein schöner Satz, oder? Ja, ich finde auch. So, jetzt einmal die Treppe so. Jetzt geht die mal so ein bisschen in Winkel, weil der Berg da ja auch ein bisschen in die Breite geht. So, dann geht's also hier hoch. Die Treppe wird später übrigens auch noch einen Rahmen haben. Also nicht, dass ihr euch wundert. Die wird später auch noch einen Rahmen haben. So, jetzt gehen wir nochmal ein bisschen weiter nach außen. Das heißt, wir nehmen den hier einmal weg, dann nehmen wir den hier einmal weg, so. Und setzen jetzt, ja, das ist jetzt die Frage. Eigentlich ja so, ne? Es ist eine mega schwere Aufgabe. Also ich finde sie jedenfalls mega, mega schwer. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht. Aber für meine Verhältnisse, doch, kann man sich da schon echt schwer tun. Und vor allem hoffe ich auch, dass ich gerade vom Winkel hier richtig arbeite. Weil langsam aber sicher beschleicht mich so ein ganz kleines bisschen das Gefühl, dass ich vielleicht doch nicht das hätte so bauen sollen. Weil so komme ich kaum nach oben. Oder wir gucken uns das einfach nochmal von der Seite an. Ich glaube, das wäre am besten. Und wir gucken hin und wieder auch mal bei Revona vorbei. Der ist hier nämlich gerade dabei, den Umriss der Eulerei zu bauen. Und da werden wir uns später auf jeden Fall auch noch mit dran beteiligen. Ich bin mega gespannt, wie die vor allem fertig aussieht. Und falls ihr euch gerade wundert, ey, Moment mal, der Revona baut ja gerade über die Grenzen. Das habe ich ihm am Anfang auch schon gesagt. Also der Berg ist flexibel erweiterbar. Wenn er jetzt also mehr Platz braucht, als der Berg bieten sollte, werden wir am Ende einfach hergehen und den Berg größer oder eben kleiner bauen, je nachdem, wie oder was er braucht oder was wir brauchen. Genau. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, weil der Berg, der hat gar keine, also der hat schon eine Daseinsberechtigung, aber er hat keine Berechtigung, so zu bleiben, wie er ist. Er steht nicht unter Naturschutz, Leute. Ganz genau. So, und jetzt kommen wir endlich mal zum Thema, bevor ich das komplett vergesse, weil ich hier komplett in dieser Bauaufgabe versinke. Vorher aber einmal kurz Zeitumkehrer. Ahoi! Ein Träumchen wollte ich gerade sagen. So, jetzt ist es ein Träumchen. So, und dann einmal Stein, Stein, Stein. Und ja, jetzt müssen wir... ich bin am Überlegen, ob ich jetzt nochmal im Winkel etwas nach außen gehe. Und ach, Moment, wir wollten das ja nochmal eben vom Weiten angucken. Ja, wobei doch an sich komme ich schon in die richtige Höhe. Ja, vielleicht nicht ganz so hoch. Also,
Ich glaube, so ist es tatsächlich ein ganz kleines bisschen zu flach, aber wenn ich es nicht so machen würde, dann wäre es zu steil. Also so einen Mittelweg zu finden, ist tatsächlich gerade sehr, sehr schwer. Aber ja, labern kann man viel, Leute. Probieren geht über Studieren. Ich sag's immer wieder. Und wie ihr wisst, wenn DuckyLP etwas häufig sagt, dann steckt da in der Regel nichts hinter. Aber, ja, egal, anderes Thema. Ich gebe einfach mal mein Bestes, Leute. Erwartet bitte nicht, dass ich in der Folge irgendwas Sinnvolles erzähle, ja? Gut, schön. Freut mich, dass wir da schon mal einer Meinung sind. Ja, kommen wir mal zum Thema. Wäre Dumbledore oder hätte Dumbledore das Potenzial, aus Azkaban auszubrechen? Oder wäre er in Azkaban ganz normal gefangen gewesen, wenn er im 5. Teil tatsächlich festgenommen worden wäre? Und ja, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil wir das nicht wirklich beantworten können. Es ist eine reine Vermutungsfrage und da Dumbledore einer der mächtigsten Zauberer generell in der gesamten Wizarding World war, ja, ist das natürlich eine sehr interessante Frage, die dadurch auch, finde ich, ihre Daseinsberechtigung hat. Weil bei keinem anderen Zauberer, ich glaube nicht mal bei Voldemort, würde ich denken, dass er das schaffen würde. Aber bei Dumbledore, ja, er hatte halt immer irgendwie eine Lösung für die seltsamsten Dinge. Also klar, ich weiß, das ist eine reine Filmsache und eigentlich sollte ich das auch gar nicht sagen, also böses Daniel. Aber im Film hat er es zumindest auch geschafft, sich nach Hogwarts zu apparieren, obwohl das eigentlich gar nicht geht für einen Lehrer. In den Büchern kann er das nicht, aber ja, deswegen sagte ich gerade, ja. Aber trotzdem, man muss sagen, Dumbledore hat tatsächlich oft das Unmögliche möglich gemacht. Er hat den Tod mehr oder weniger, ja, nicht überwunden, das kann man nicht sagen. Aber naja, man hat ihn tatsächlich nochmal als verstorbene Existenz in den Filmen auch gesehen und in den Büchern wahrgenommen. Und ich finde, das sorgt dafür, dass man Dumbledore tatsächlich als jemanden sieht, der in allen Bereichen und in über alle Maße mächtig ist. Und ja, das ist, denke ich, auf jeden Fall ein sehr naheliegender Gedanke, vor allem wenn man, wie gesagt, an Dumbledore denkt. Und ja, da ist es doch eigentlich auch eine logische Schlussfolgerung, dass der gute Kerl auch aus Azkaban ausbrechen kann. Oder? Ja, ich persönlich bin da tatsächlich zwiegespalten in meiner Meinung, weil das Ding ist halt, Azkaban ist ein Zauberergefängnis. Azkaban weiß, oder beziehungsweise das Zaubereiministerium weiß, dass da Leute eingesperrt werden, die schlimme Dinge angestellt haben, die Verbrechen begangen haben, die, ja, die Dinge getan haben, die definitiv, sehr makaber sind und verboten und logischerweise natürlich. Und, das sind dann tatsächlich auch häufig nicht einfach nur random Zauberer, sondern dann eben auch sehr, sehr mächtige. Und, ja, sie müssen das ja irgendwo geahnt haben. Sie hatten ja auch schon Vergleiche, so gesehen bei Gellert Grindelwald zum Beispiel oder auch bei anderen Zauberern, die ja auch sehr mächtig waren. Klar, Voldemort war nochmal ein anderer, Voldemort, ja, wobei Voldemort auch, aber Dumbledore ist nochmal ein anderes Kaliber. Aber, ja, trotzdem wussten sie, wenn sie ein Zauberergefängnis erschaffen, muss es ja gegen die Macht der Zauberei gewappnet sein. Und dann eben auch so gewappnet sein, dass selbst ein mächtiger Zauberer nicht mal ebenso ausbrechen kann. Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, aber haben sie tatsächlich dann auch mit dem Skill von Dumbledore höchstpersönlich das Ganze, also damit gerechnet, oder? Ja, hat dieser Skill vielleicht doch das Unmögliche möglich gemacht und, ja, hätte Dumbledore es dann dementsprechend doch geschafft, eben auszubrechen. Meine Meinung ist da, wie gesagt, zwiegespalten. Ich denke, dass er, ja, ich denke nicht, dass er sich hätte einfach rausapparieren können, das auf gar keinen Fall, weil, und ich glaube, da sind viele Leute bei mir, hoffe ich, oder denke ich zumindest, weil er konnte ja auch nicht aus Hogwarts rausapparieren, auch wenn die Filme uns was anderes weismachen wollten, aber in den Büchern ging das nicht, da konnte das wirklich nur Dobby bzw. Hauselfenmagie. Und, ja, weil das eben ein anerkannter Fakt ist, wäre es ja irgendwie sehr, 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 sehr seltsam, wenn er dafür trotzdem einfach so, ja, aus Azkaban rausapparieren könnte und, ja, das gar keine Konsequenzen hätte oder beziehungsweise ihn nichts daran aufhalten würde. Und ja, deswegen glaube ich nicht, dass er das geschafft hätte. Die andere Frage ist jetzt natürlich, wie willensstark wäre Dumbledore gewesen? Hätte er Azkaban denn so generell überstanden mit den Dementoren und mit diesen ganzen Einflüssen dort? Das ist auch wieder eine schwierige Frage. Aber ich finde, es gab einen relativ guten Vergleich, den man aus den Büchern und Filmen schließen kann, der einen so ein bisschen vielleicht, ja, so das Ganze transparent gestaltet. Und damit meine ich diesen Zaubertrank, den Dumbledore trinken musste, damit sie an die Fälschung von Regulus Blacks Amulett, wollte ich schon sagen, von Slytherins Amulett, also den Horcrux Voldemorts,
Ja, damit die eben an den drankommen, musste Dumbledore ja diese Flüssigkeit trinken. Und natürlich war das ein Zaubertrank, der genau diese Wirkung hatte, ganz klar. Aber Dumbledore konnte sich trotzdem nicht darüber hinwegsetzen, so arg darunter zu leiden. Er hat es nicht mal eben weggesteckt, so von wegen, ey, ich bin Dumbledore, was soll mir dieser kleine süße Zaubertrank anhaben? Wisst ihr, wie ich mein? Sondern er hat genauso darunter gelitten, wie wahrscheinlich jeder darunter gelitten hätte. Oder, ja gut, vielleicht könnte man ihm noch zugutehalten, er hat vielleicht trotzdem weniger darunter gelitten und ein anderer Zauberer, keine Ahnung, wäre direkt gestorben oder so. Aber das ist natürlich auch nur eine Theorie, die man da haben kann, aber kein Fakt. Und ja, deswegen, also ich glaube, Dumbledore hätte sich schon in gewisser Weise gehalten oder besser gehalten vielleicht als andere Zauberer, eben weil er sehr charakterstark ist, weil er sehr mächtig ist und ja, all das eben. Aber ich glaube, dass er sich Azkaban nicht in voller Gänze hätte entziehen können. Und das war ja auch der Grund zum Beispiel, warum Dumbledore die Flucht ergriffen hat. Also vermute ich jetzt einfach mal, das ist jetzt meine Theorie, die ich da jetzt einstreue. Er hat ja die Flucht ergriffen, hat sich gar nicht erst verhaften lassen. Klar kann man sagen, dass Dumbledore sich einfach nicht die Schmach geben lassen wollte, vor den Augen irgendwelcher Leute verhaftet zu werden, weil, naja, eine gewisse Form von Stolz hat Dumbledore auf jeden Fall. Das zeigt auch seine ganze Geschichte. Aber, vielleicht war es auch einfach nur aus dem Grund, weil er wusste, wenn er einmal in Azkaban drin ist, wird er da nicht mal eben so schnell rauskommen, weil er sich nicht dagegen wehren kann. Oder zumindest nicht gut dagegen wehren kann. Und ich finde, das ist durchaus naheliegender Gedanke, den man da haben kann. Und ja, deswegen würde ich glatt sagen, könnte sein. Könnte auf jeden Fall sein. Und jetzt würde mich mal eure Meinung interessieren, Leute. Würdet ihr auch sagen, dass Dumbledore sich hätte Azkaban widersetzen können? Oder glaubt ihr eher so wie ich, dass er Azkaban genauso ausgeliefert gewesen wäre, wie alle anderen Zauberer auch? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ein sehr spannendes Thema. Und ich bin sehr gespannt, was ich da alles noch zu lesen bekomme. Ja, aber jetzt komme ich nochmal zu der Bauaufgabe. Denn ihr merkt gerade schon, ich bin hier wild am Rumprobieren. Bin auch noch gar nicht so sicher, ob ich hier wirklich den richtigen Pfad beschreite, der am Ende dann auch, ja, Lob und Anerkennung gewinnt. Ich weiß noch nicht so ganz genau, Leute. Wir gehen jetzt mal weiter hier nach oben. Also ich finde es nicht schlecht, das auf gar keinen Fall. Aber hundertprozentig gut finde ich es jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht. Und ich glaube, wir gehen hier nochmal ein bisschen mehr nach innen, weil wir müssen jetzt hier nämlich gleich die Kurve kriegen. Was irgendwie cool ist, weil das ein Sprichwort ist, aber bei mir ist es tatsächlich wörtlich gemeint. Ja, wir müssen hier einmal die Kurve kriegen und das müssen wir irgendwie provozieren. Die Frage ist halt nur, ja, ihr ahnt es schon, Leute, genau, wie? Ja, wie denn auch? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ah, ich liebe solche Bauaufgaben, aber ich habe immer wieder Sorge, dass ich hier etwas baue und am Ende der Folge haben wir einfach nichts geschafft, weil es nicht richtig ist oder weil es nicht gut ist. Aber hey, es gehört zu LBH dazu und deswegen, egal Leute, probieren, geht über studieren. Ich habe gesagt, dass ich den Satz noch tausendmal in der Folge sage. Ich habe euch vorgewarnt, Leute. So, ja, jetzt gehen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen in die Breite. Nee, nicht in die Breite, ich meine in diese Schräge hier. Und jetzt, wartet mal, wir müssen ja auch jetzt gleich den Winkel einmal ändern. Ja, das machen wir jetzt auch, glaube ich, in der nächsten oder in der übernächsten, wie nennt man das? Also im nächsten oder übernächsten Übergang, Leute. Och Gottchen, Wortfindungsstörungen, ahoi, und dann auch noch in so einer Folge. Ja, den Berg kloppe ich mir auch gerade so ein bisschen zurecht, wie ihr wahrscheinlich schon merkt, aber, ja, wie am Anfang schon gesagt, der Berg hat keine, Daseinsberechtigung, so zu stehen, wie er am Anfang stand. Er kann von Glück reden, wenn er, ja, einigermaßen so bleibt, wie er am Anfang war. So, ja, dann einmal die Blöcke hier nochmal weg. So, und jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Schräge. Also, beziehungsweise, oder? Ah, wartet mal, ich hab Idee. Leute, oh mein Gott, wir haben ja da vorhin auch eine Plattform gezogen. Natürlich, eine Plattform macht ja auch Sinn, weil man eine Plattform extrem gut dafür nutzen kann, den Winkel der Treppe zu ändern. Genau, wie beim großen Treppenaufgang. Oder wie bei allen anderen Treppen, die ich so setze und wo ich Plattformen setze. Weil Plattformen sind toll, Leute. Plattformen machen einem das Leben leichter. So, Revona guckt sich das Ganze nochmal von Weitem an. Ich glaube, dem schließe ich mich doch glatt mal an. Gucken wir uns doch mal Revonas Machwerk hier an. Er baut gerade so eigentlich, wie ich auch gebaut hätte. Finde ich übrigens auch sehr, sehr cool. Weil ihr kennt ja meine Bauart mittlerweile. Ich, DuggyLP, baue nämlich immer so, dass ich einfach nur die Wände nach oben klatsche. Moment, Zeitumkehrer, ahoi. So.
Ich klatsche nämlich einfach die Wände immer gerade nach oben und am Ende kommen erst die Feinheiten rein. Und Revona scheint das ganz genauso zu machen, was ich echt gut finde, weil dann kann ich das besser nachvollziehen und mein Spatzenhirn begreift schneller, was wie gemacht werden soll. Genau, weil es gibt ja auch teilweise Leute, die bauen dann direkt solche überkrassen Kunstwerke, wo ich mich dann frage, wow, wie haben sie das denn jetzt gemacht? Oder, ja, wie funktioniert das jetzt? Und da könnte ich mich wahrscheinlich kaum noch mit einmischen oder schlecht mitbauen, weil... Naja, ich muss ja auch ein Gefühl dafür kriegen, wie das gebaut werden soll. Geht gerade die Sonne auf oder geht die Sonne gerade unter? Ich glaube, die geht auf, oder? Ich glaube schon. Werden wir ja gleich sehen. Ich mache die Treppe jetzt übrigens nochmal ein ganz kleines bisschen höher. Beziehungsweise lasse ich sie noch ein bisschen mehr nach da verlaufen. Weil, naja, man hat gerade gesehen, dass es eventuell noch sehr nötig wäre. So, das heißt, hier schütten wir den Berg auch nochmal ein bisschen künstlich auf. So. Ja, das werden wir später auf jeden Fall... Also ich denke mal, wir werden noch eine Folge fürs Aufschütten nutzen. Dass wir später auf jeden Fall den Berg wieder sehr schön aufgebaut haben, dass es immer noch natürlich aussieht. Aber naja, die Treppe hat Vorrang. So, Bricks haben wir zum Glück auch noch am Start. Sehr schön. So, dann machen wir jetzt mal hier so die Plattform hin. So. Ja. Also ich will die nicht gerade nach da verlaufen lassen, sondern die soll schon noch ein bisschen Winkel haben. Also sie soll noch ein bisschen nach innen verlaufen. Was gerade aber noch nicht der Fall wäre. Okay, wartet. Dann machen wir die Plattform doch nochmal ein bisschen weiter, also in diese Richtung. Genau. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. So, ah nee, warte, der kann bleiben. Der kann bleiben, der kann bleiben, der kann bleiben. So. Und jetzt nochmal hier eine Clearstone-Schicht. So. Und ja, wobei jetzt lasse ich hier nochmal ein kleines bisschen nach da verlaufen, damit die Treppe immer noch so, ne, ein bisschen schnörkelig läuft, weil genau so ist es auch in der Vorlage. Die Eulereitreppe zeichnet sich dadurch aus, dass sie, naja, sehr, 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 sehr schnörkelig aussieht. Und ich finde das auch sehr schön, weil, naja, so sieht es eher aus, als wäre die Treppe dem Berg angepasst und nicht umgekehrt. Wobei es natürlich bei unserer Bauart hier eigentlich umgekehrt ist, aber es soll halt nicht so aussehen, als wäre es so. Ja, genau. So, ja, ich würde sagen, noch eine. Ja, komm, machen wir noch eine. Der Berg hier wird sich auf jeden Fall noch massiv in seiner Struktur verändern, weil wir hier echt viel noch aufschütten müssen. So, das heißt, so nochmal. Hier das Ganze kann auch zugemacht. Ja, jetzt habe ich keine... Ah doch, habe ich wohl. So, einmal ein Blick auf die Uhr. Okay, ein bisschen sollte ich mich ranhalten, aber wir sind noch ganz gut in der Zeit. Freut mich. So, dann einmal hier noch so ein bisschen. So, wunderbar. Und jetzt geht die Treppe nämlich so... Und dann, ja, hier müssen wir auf jeden Fall noch einiges aufschütten. Dafür reichen meine Steine jetzt definitiv nicht, aber nicht so schlimm. Wie gesagt, da werden wir noch eine eigene Folge für, ja, widmen und das dann fertig bauen. So, aber ich will das mit der Treppe auf jeden Fall noch hinbekommen, weil ich habe das Gefühl, dass das klappen könnte heute noch in der Folge. Womit ich am Anfang der Folge nicht unbedingt gerechnet hätte. Weil ich meine, wir haben schon selber gemerkt, wie schwierig das Ganze hier ist. Vor allem, wenn man das in einem Team baut und ja, man sich quasi über den Chat verständigen muss. Und ja, deswegen, also es funktioniert besser gerade, als ich erwartet hätte. Und das freut mich sehr. So, jetzt kommen wir hier aus und genau so hätte ich es auch am liebsten. Denn jetzt kommt folgender Move. Achtung, Achtung, Daniel zeigt einen Move. So, und zwar einmal da Clearstone. Und dann kommt die Treppe einmal so. Ja, jetzt müssen wir nämlich wirklich, wirklich Acht geben, Leute. Ihr werdet gleich wissen, was ich meine. Upsala, der kommt wieder weg. Ich setze jetzt wirklich nur noch die Treppe, nichts anderes mehr. Weil, wie gesagt, Steine habe ich eh nicht mehr, um den Berg aufzuschütten. Und das ist jetzt auch nicht die Hauptaufgabe. Aber einen Hilfsstein, den müssen wir leider setzen. Ja gut, den hätte ich... Oder? Nee, komm, ist richtig. Ja, genau. So, dann kommt die nächste Ebene. Nämlich so und so. Wunderbar. Ja. So, und jetzt kommt hier wieder ein Hilfsstein. Treppe. Ja. Wobei... Hahaha, ich hab ne Idee, Leute. Ich hab ne Idee. Weil die Treppe würde ja jetzt genau da auskommen. Aber wenn wir die Treppe hier enden lassen, dann könnten wir den Berg später noch ein bisschen nach unten bauen, damit die Eulerei auch ein bisschen nach unten versetzen. Und dann wäre es so, dass man hier noch nur so eine Fläche hat, dass man wirklich, ja, da auskommen würde. Weil das wäre mir persönlich lieber, weil die Tür ist eigentlich auf der Seite und nicht auf der Seite. Ja... Wäre eine Möglichkeit. Wäre eine Möglichkeit. Aber dann, glaube ich, machen wir keine Treppe mehr nach oben, sondern dann setzen wir jetzt hier die fertige Plattform.
die das Ganze abschließen soll. Ja, ich glaube, das wäre besser. Also, ist natürlich erstmal alles eine reine Probieraufgabe, Leute. Wenn ihr also der Meinung seid, nee, Daniel, das ist noch alles nicht das Wahre, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Aber sofern, oder so wie ich das hier gerade sehe, gefällt mir das an sich schon sehr doll. Und ich weiß, ich habe sehr viel Müll in der Folge erzählt, Leute. Liegt aber vor allem daran, weil diese Bauaufgabe halt echt schon, ja, durchaus sehr kompliziert ist, zumindest für mich jetzt selber. Also, wir haben jetzt die Treppe hier einmal so lang laufen lassen, dann gibt es hier so eine Schlaufe, dann geht sie hier so hoch, dann geht sie hier so hoch und würde dann hier enden und ja, hier würde ich, Ja, nee, ich würde sie eigentlich direkt hier enden lassen, da müssen wir auch hier keine Bruchsteine setzen, weil dann machen wir den Berg da ein bisschen breiter, damit die Eulerei nicht direkt am Abhang liegt, damit, ne, wir hier nochmal so einen direkten Über... Versteht man, was ich sagen will? Es ist unglaublich schwer, Leute, aber vielleicht habt ihr es ungefähr verstanden. Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall hier noch dran weiterbauen, weil das ist natürlich noch lange nicht geschafft. Aber ich denke, für die erste Folge ist das auf jeden Fall ein Baufortschritt, der sich sehen lassen kann. Und wenn ihr das genauso seht und wenn ihr das gut findet, dann lasst mir das gerne mal in den Kommentaren da, also lasst mich das gerne mal wissen und auch gerne einen Daumen nach oben, darüber würde ich mich sehr freuen, würde mir enorm helfen und vor allem auch meinen Kanal. Vielen lieben Dank auch nochmal an Revona für die Hilfe und ja, dann machen wir jetzt mal kurz einen Cut, wir klären das Ganze nochmal ab, wie es weitergebaut werden soll und damit verabschiede ich mich, wünsche euch allen noch einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!